Ja, Mahlzeit, was geht bei euch? Ich komme heute mal mit einem Video zu euch, welches ich und ja auch viele meiner Bekannten oder viele aus meiner Community für ja, richtig halten. Mehr dazu erfahrt ihr aber nach dem Intro. So, moin. Heute habe ich im Forum oder heute Nacht habe ich im Forum einen Beitrag gesehen, welcher leider Gottes tatsächlich passiert ist und noch viel schlimmer. Es ist nicht einmalig gewesen. Das betrifft jetzt nicht Griefer Games allgemein, aber es ist auf Griefer Games passiert. Es betrifft tatsächlich Online-Spiele, Online-Chats oder Facebook, Instagram etc. Also es betrifft wirklich den ganzen Bereich, nicht nur des Online-Gaming, sondern den ganzen Bereich des Internets. Und das ist ja das ganz, ganz Schlimme an der Geschichte. Kurz vorweg, ich werde hierzu definitiv keinerlei Namen von Betroffenen nennen. Leute, die denken, dass ich mit diesem Video Klicks generiere oder derartiges, die können mir mal ganz gepflegt den Buckel runterrutschen, weil das wäre das Allerletzte, wer sowas denkt und auch wenn ihr denkt, dass ich sowas machen würde, das geht nämlich gar nicht. Es gibt nämlich auch bestimmte Themen, die sind auf keinen Fall für Klicks da. Ich sehe es aber für mich. Und nicht nur für mich, sondern für jeden einzelnen YouTuber auf Griefer Games mindestens. Oder für jeden oder jede einzelne YouTuberin, die auf Griefer Games einen YouTuber rankriegen wollen. Oder allgemein oder sonst was, dass ihr so ein ähnliches Video erstellt. Mit dem gleichen Inhalt, einfach nur um aufzuklären und um so möglichst große Reichweite zu generieren, wie es nur geht. Wir müssen nämlich gemeinsam dafür sorgen, dass solche Idioten so wenig wie möglich Chancen haben und ganz besonders müssen wir dafür sorgen, dass Minderjährigen oder Schrägstrich Kindern im Internet nichts Schlimmes widerfährt. Ich richte mich jetzt auch mal ganz speziell an dich, Gamma. Wir können uns zwar lieben, wir können uns zwar hassen, wir können uns, was weiß ich, ankeifen oder so einen Scheiß, aber gerade hier müssen wir, nicht nur wir beide, sondern müssen wir alle tatsächlich uns ja, zusammentun und mal sehen, dass wir eigentlich nur kleine Hosenscheißer sind. Und wir müssen bei diesem Thema müssen wir tatsächlich an einem Strang ziehen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es weder dir noch mir wehtut, weil das ist extrem wichtig hier. Und das ist wirklich wichtig. Und sowas darf eigentlich nicht sein, obwohl es allgegenwärtig ist. So, was ist genau passiert? Hier im Griefer Games Forum gab es einen Beitrag von einem Mädchen, die stark minderjährig war. Die war sogar noch gesetzlich gesehen ein Kind, weil bis zum 14. Lebensjahr ist man ein Kind vorm Gesetz. Und die wurde halt von einem erwachsenen Mann, ja, ich sage jetzt mal dazu aufgefordert, Bilder etc. zu schicken. Der Mann hat auch gesagt, jo, das habe ich schon mal gemacht und da habe ich eine 10 € Paysafecard oder was weiß ich für gegeben. Hat auch alles funktioniert und bla bla bla. Also eins vorweg, erstmal an den Typen oder jeder, der sowas schon mal in Erwägung gezogen hat oder sowas macht. Was seid ihr eigentlich für, wenn ihr mit euren Gedanken bei kleinen Kindern oder Minderjährigen, was weiß ich, euch toll fühlt, ihr habt eine Klatsche. Seht es selbst ein und geht damit auf jeden Fall zum Arzt. Sowas funktioniert nicht. Ihr habt doch wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Und ich muss mich jetzt hier ein bisschen zusammenreißen mit meinen Äußerungen, weil dieses Video sollen unbedingt auch Minderjährige und Kinder sehen, damit sie ein wenig aufgeklärt werden. Ja, deswegen bin ich jetzt ein bisschen ruhiger. Also für euch Betroffenen, die so eine Gedanken haben, geht bitte damit zum Arzt. Sprecht mit eurer Familie und sagt, pass auf, ich habe ein Problem, ich verlange von dem und denen immer irgendwelche Bilder. Leute, das redet da mit jemandem drüber. Ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn ihr euch schämt oder sowas. Geht damit zum Psychologen. Wirklich. Glaubt mir, der Weg zum Psychologen ist der einzig richtige Weg. Der wird euch helfen. Da wird euch keiner auslachen oder sowas. Ne? Aber er wird euch helfen. Bevor ihr damit Scheiße baut. Glaubt mir, das ist das Allerbeste, der beste Weg. Das nächste für alle, die damit schon mal betroffen sind. Macht es genauso, wie das Mädchen es hier im Forum heute Nacht gemacht hat. Es ist nicht einfach, aber wenn ihr davon betroffen seid, geht damit unbedingt, jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit, aber der erste Weg unbedingt zu euren Eltern. Geht damit zu euren Eltern. Und eure Eltern können nur das einzig Richtige machen, und zwar damit zur Polizei gehen. So eine typische Masche ist auch gerade von erwachsenen Tätern, die sich als Kinder ausgeben und dann
wollen sie, dass du als Minderjährige oder Minderjähriger oder Kind den Bilder schickst oder sonst was. Macht das nie. Sichert euer Privatleben ab. Niemals. Das Internet vergisst nicht. Diese Bilder, diese Daten, die werden für immer und ewig im Internet bleiben. Da habt ihr keine Chance, die wegzubekommen. Das ist ganz, ganz, ganz schwer. Das ist wirklich ganz schwer. Es ist mittlerweile auch Gott sei Dank, seit März diesen Jahres, glaube ich, gesetzlich so geregelt. Wenn ein Erwachsener ein Kind anspricht und ich nenne es einfach mal Hintergedanken dabei hat. Die genauen Wortlaut lest ihr euch bitte selber, ich verlinke das unten runter. Aber wenn ein Erwachsener ein Kind anspricht und dabei Hintergedanken hat, ist dieses schon strafbar, wenn es über das Internet ist zum Beispiel. Dieses ist schon strafbar. Ne? Bitte tut euch und tut vor allen Dingen eurer Familie den Gefallen und geht damit zu euren Eltern. Sprecht mit ihnen darüber. Sagt, der Mann, der hat mir komische Sachen gesagt, ich komme damit irgendwie nicht klar. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann geht damit unbedingt, ganz wichtig, zu euren Eltern. Wirklich, macht das. Oder wenn ihr Freunde habt, die auch auf Lüfergame spielen oder eure Clan-Owner, Clan-Ownerin, die erwachsen sind, fragt die meinetwegen auch, wenn ihr denen vielleicht in dem Moment, weil es in-game passiert ist, ein bisschen mehr traut. Ne? Macht den ersten Weg zu einer erwachsenen Person, die ihr kennt und denen ihr auf jeden Fall vertraut. Aber am besten, glaubt mir das, auch wenn ihr das nicht wahrhaben wollt, am besten sind immer eure Eltern. Das ist das Allerwichtigste. Auch liebe Kinder oder auch liebe Minderjährige, wenn ihr glaubt, ihr habt ein ungutes Gefühl gerade bei diesem Gespräch, was da jetzt gerade passiert, sagt einfach Stopp, geht einfach raus, macht /ignore, verzieht euch einfach. Ne? Redet nicht weiter. Auch wenn es im Teamzug ist, geht einfach aus dem Channel raus. Wisst ihr das? Einfach rausgehen. Und wenn euch jemand in-game per Chat anschreibt, macht einen Screenshot mit F2. Ne? Oder was weiß ich. Aber bitte tut euch den Gefallen und haut sofort von solchen Leuten ab. Ne? Ihr könnt immer Stopp sagen. Ihr könnt immer Stopp sagen. Das Allerwichtigste, sollte es denn doch mal so weit kommen. Das ist das müsst ihr euch hinter eure Löffel schreiben, hat meine Oma mal gesagt. Du bist nie schuld. Du bist nie schuld. Wenn zum Beispiel der Gegenüber dann sagt, ja, wieso? Sie hat ja provoziert, sie hat sich ja so angezogen, sie hat ja so mit mir gesprochen, sie hat mir Herzchen geschickt, drauf scheißegal. So, ich sag es jetzt einfach. Scheißegal, du bist nie schuld, Leute. Man ist nie selber schuld, dass jemand anderes eine Grenze übertritt oder ein Gesetz bricht. Also bleibt bitte immer, also seid euch bitte immer im Klaren, ihr müsst damit mit euren Eltern drüber reden und ihr habt keine Schuld. Egal wie man sich verhält, egal wie man sich kleidet, egal welches Geschlecht man hat, egal wie man sich präsentiert, du bist nicht schuld. Das, merkt ihr das bitte. Na, egal wie alt du bist, geh damit zu eurem Eltern, zu euren Eltern. Das ist wirklich ganz wichtig. Ich habe hier auch gerade nebenbei eine Seite offen, die zeige ich jetzt nicht. Ich werde sie unten drunter verlinken. Es gibt bereits, die aktuelle Statistik ist 27% der 11- bis 18-Jährigen wurden im Internet, haben damit schon mal ja, Kontakt gehabt mit sexueller Belästigung. Das ist jeder oder jede Vierte. Das ist extrem viel. Das ist extrem viel. Also ich kann es euch nur nochmal sagen. Bitte geht sofort zu euren Eltern, wenn ihr sowas seht. Wenn irgendeiner zu euch was schreibt, was komisch ist, Kontakt abbrechen und dann sofort zu euren Eltern gehen. Das ist wirklich ganz wichtig. Das ist mein Appell an euch und es heißt ja mal so schön, YouTuber haben eine Art Vorbildsfunktion auf Griefer Games und ich finde das auch, ich fühle mich nicht gezwungen, dieses Video zu machen, aber ich muss dieses Video einfach machen und ich weiß, dass auch noch viele andere dieses Video machen werden. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist super schwer, darüber zu sprechen. Ich weiß auch nicht, die richtigen Worte irgendwie dazu finden, weil das gesetzestechnisch bin ich auch nicht auf der Höhe diesbezüglich. Das ist einfach nur jetzt aus dem Bauch, was ich da herausgesprochen habe und vom logischen Denken. Aber ich kann nur jedem einzelnen YouTuberin, ob jetzt mit Rang oder nicht, empfehlen, tut euch den Gefallen und tut eurer Community den Gefallen, dass ihr einfach ein kurzes Infovideo darüber macht, dass wir so große Aufmerksamkeit für dieses Thema bekommen, wie es nötig ist. Und nötig wäre quasi, dass in Deutschland 80 Millionen Leute das sehen. Na, das werden wir natürlich so nicht schaffen, aber trotzdem können wir können einen kleinen Anfang machen und jeder, der mitzieht, der hilft auf jeden Fall dabei, dass Kinder aufgeklärt werden und vor allen Dingen vielleicht auch dass die Eltern vielleicht auch ihre Kinder ein bisschen diesbezüglich sensibilisieren.
Okay, Leute, das war das Video für heute. Es war ein kurzes Video, aber ein für mich extrem wichtiges Video. Wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich da teilweise die richtigen Worte getroffen habe, aber so schnacke ich nun mal, so es kommt aus dem Bauch heraus. Ja, Grüße gehen nochmal an die Banger 1 raus, der mir da mit ein paar Seiten geschickt hat. Ich werde euch auch von der Bundesregierung, werde ich euch was verlinken diesbezüglich, dass ihr euch dort ein bisschen informieren könnt. Also bitte, liebe Kinder, passt auf euch auf. Bitte, liebe Eltern, passt auf eure Kinder auf. Und jeder, der sowas mitbekommt, ob ihr jetzt Kinder oder sie Kinder hat oder nicht, passt auf eure Mitmenschen auf, dass sowas nicht passiert. Ich wünsche euch diesbezüglich ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft. Und ich sag mal, einen schönen Tag noch. Macht's gut, liebe Leute.